Ich bin Thomas Beger, Geschäftsführer hier am Standort Neumünster. Und wir sind einer der größten Energieverbraucher hier am Standort. Wir haben Prüfstände, in denen wir unsere Produkte überprüfen, testen und sind damit der größte Stromverbraucher hier im Ort. Für Danfoss ist das ein großes Thema, die Energieeinsparung. Wir haben die Produkte dafür in unserem Konzern und damit haben wir ein großes Ziel vor Augen, dass wir bis 2030, sag ich mal, die Emissionen halbieren wollen. Und das wollen wir natürlich als ein großer Standort hier auch tun. Also in erster Linie aus dem Danfoss Produktportfolio nutzen wir Frequenzumrichter, Ventiltechnik und Steuerung, um letztendlich Wärmerückgewinnung zu gestalten in unseren Heizsystemen. Das sind in erster Linie die Dinge, die wir einsetzen. Wir produzieren rund um die Uhr und da hilft uns natürlich die Kooperation mit unserer Danfoss Real Estate Organisation. Wir haben alles geschafft, ohne, sag ich mal, Richtung Safety, Quality oder Delivery Probleme zu erzeugen. Also unsere Kunden wurden weiterhin mit gleicher Qualität, sag ich mal, beliefert hier aus dem Hause. Das hat natürlich gewisse Anstrengungen bedarf. Also wir haben viele Dinge auch am Wochenende dann umgesetzt, aber die Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert. Es ist ein super spannendes Thema und man erwartet eigentlich gar nicht, was alles möglich ist. Und wenn man dann die Experten ins Haus holt und sieht, welche technologischen Schritte man auch machen kann, dann ist das motivierend und am Schluss, wenn man dann sieht, was man umgesetzt hat und dann das auch in den Kennzahlen wieder gespiegelt bekommt, sind das alles erfolgreiche Projekte. Und wir werden weiter daran arbeiten.